Digitalisierung, Strukturwandel und ein Milchpreis, der nicht absehen lässt, ob ein Betrieb auch morgen noch genug abwirft, um überleben zu können. Das sind nur einige der Themen, die beim heutigen Milchbauerntag des Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter zur Sprache kamen. Ganz in diesem Sinne lag der Fokus des diesjährigen Treffens auf der kommenden Generation der Milchviehbauern. Wir merken eben zunehmend, dass wir einen hohen Strukturwandel haben. Wir haben ja etliche wirtschaftliche Krisen hinter uns auf den Milchviehbetrieben und sehen eben mit Sorge, dass wir nicht einmal mehr 4.000 Milchviehbetriebe in Schleswig-Holstein haben und auch auf Bundesebene schon unter 70.000 Milchviehbetriebe gesunken sind. Das heißt, für uns ist es wichtig zu gucken, dass junge Leute motiviert sind, auch die Betriebe zu übernehmen. Die Milchpreise der vergangenen Jahre machten den Landwirten zu schaffen. Modernisierung für die Zukunft, aber auch gesellschaftliche Anforderungen wie zum Beispiel das Tierwohl oder der Naturschutz lassen viele junge Milchviehhalter zurückschrecken vor der Übernahme eines Betriebes. Hier in Nienborstel betreibt Familie Trede einen Milchviehbetrieb. Junglandwirt Steffen Trede entschied sich gegen die Gründung eines eigenen Betriebes und will den Familienbetrieb weiterführen. Um für die Zukunft gewappnet zu sein, investierte die Familie in eine automatische Melkmaschine. Eine Investition, die mit Risiken behaftet ist. Mir war das Risiko zu groß, so eine Rieseninvestition von mehreren Millionen zu tätigen, die ich dann in meinem Leben bei dieser aktuellen Lage, was den Milchpreis angeht, nicht finanzieren kann, also nicht bezahlen kann auf lange Sicht. Und deshalb haben wir uns für die kleine Variante entschieden, womit ich immer noch alles selber in der eigenen Hand habe und zur Not irgendwann abbezahlt bekomme. Ne? Von der Politik erhoffen sich die Landwirte die Stabilisierung der Milchpreise und ein europaweites Krisenmanagement, das einem Einbruch der Milchpreise entgegenwirkt. Also da sind die Rahmenbedingungen beim Milchpreis natürlich häufig global und wir müssen dafür sorgen, dass wir eben zumindest in der Europäischen Union Rahmenbedingungen schaffen, dass wir den Preis eben nicht unter eine bestimmte Schwelle fallen lassen, dass wir krisenfest sind und da gibt es sehr viele unterschiedliche Ansätze abseits der ja eben nicht mehr vorhandenen Milchquote und die müssen wir jetzt gemeinsam diskutieren, gerade auch bei der Agrarreform, die auf EU-Ebene ansteht und müssen dafür sorgen, dass gerade die Vertragsbeziehungen auch zwischen denjenigen, die als Bäuerinnen und Bauern die Milch sozusagen anliefern und denjenigen, die sie weiterverarbeiten in den Molkereien zum Beispiel, dass die verbessert werden. Momentan erwirtschaftet ein Landwirt im Durchschnitt 33 Cent pro Liter Milch. Damit Junglandwirte wie Steffen Trede die Herausforderungen der Zukunft meistern können, muss der Preis aus Sicht der Landwirte steigen. Ihre Hoffnung liegt nun bei einer Politik, die die Verhältnisse auf dem Milchmarkt stabilisiert.